Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Frühstück habe ich mir was besonders vorbereitet. Es kommt jetzt der Sommer und möchte gerne vielleicht ein paar Kilo von dem Winterspeck wegzuhaben und zum Frühstück sowas zu essen macht satt, aber es spart auch ein bisschen mal Kalorien. Und wenn ihr Interesse habt, was ich heute vorbereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Es ist wirklich nicht kompliziert, kann man abends es zubereiten und früh nur irgendwelche Obst oder Beeren dazugeben und genießen. Und so sieht er heute aus, mit Banane und Walnüsse und ein bisschen Honig obendrauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Und natürlich viel Gesundheit. Für dieses gesunde Frühstück brauchen wir folgende Zutaten. Haferflocken, zarte Haferflocken. Und für eine Portion nehme ich 50 Gramm. Das Ganze müssen wir abends am besten einmischen und in den Kühlschrank stellen zum Quellen. Gieße da 125 ml Milch. Gebe 10 Gramm geschrotete Leinsamen oder kann man auch Chiasamen dazu geben. Nach dem Geschmack, so das sind die meisten 2 Esslöffel. Ein Esslöffel Honig, am besten so ein flüssiger Blütenhonig. Und ungefähr so 45-50 Gramm Joghurt. Naturjoghurt, in meinem Fall habe ich jetzt Sky-Joghurt. Alles gut umrühren, zudecken und in den Kühlschrank stellen zum Aufquellen. Die Beeren oder Frucht oder Banane gebe ich dann früh, wenn ich dann schon zu Frühstück es serviere. So, gut umgerührt und in den Kühlschrank stehen. Aber ich habe mir gestern schon vorbereitet und das ist jetzt aus dem Kühlschrank. Schaut, wie es aussieht. So sieht er aus. Ich habe hier auch ein bisschen ganze Leinsamen reingemacht. Und so sieht es aus. Und da könnt ihr variieren nach eurem eigenen Geschmack, welche Konsistenz euch besser. Weil früh kann man auch mal einen Schluck Milch oder noch ein bisschen Joghurt dazu geben, wenn er sagt, oh nee, das ist mir zu dick. So, und jetzt einfach noch was dazu mischen. Zum Beispiel heute nehme ich Bananen. Kann man Heidelbeere jetzt nehmen. Jetzt im Frühling kann man auch schon die Erdbeere reinmachen. Stückchen Apfel reinschneiden. Es wirklich kann man alles dazu mischen und schmeckt jedes Mal dann mal ein bisschen anders. Und einfach da reinschneiden. Wieder schön umrühren. Ich mag gerne noch die Nüsse obendrauf. Habe mir gestern extra ein paar Walnüsse geknackt. Und dann habe ich zum Frühstück noch auch die Nüsse. Und ganz bisschen Honig. Einfach so Fädchen ziehen. Voilà, haben wir ein gesundes Frühstück uns zubereitet. Und das geht jetzt in den Kühlschrank für morgen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Ganz schnelle und sehr gesunde Frühstück haben wir. Und die, welche möchten ihre Bikini-Figur wieder zurückbekommen nach dem Winter, es ist auch sehr empfehlenswert. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Vielleicht einer oder die andere sogar sehr gut schmeckt. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.